Was geht ab, YouTube? Und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute den LS22 im LS22 Schnitzelfarmprojekt. Und wie ihr da schon seht, warte, ich steig nochmal aus, ich zeige nochmal hier. Hat der Schwabbel uns hier schon was vorbereitet. Schwabbel ist aber kurz auf Toilette, da ich aber heute Zeitdruck habe, weil heute auch noch die Fight Night in GTA ist, was Tino da heute gemacht hat und er mich damit eingeplant hat, fange ich heute nämlich schon um 19 Uhr mit dem Stream an und kann leider jetzt nicht auf Schwabbel warten, weil ich da pünktlich da sein muss. Aber wie ihr das seht und wie vorhin der Alexander ja, das schon so geschlussfolgert hat und das für mich auch logisch anhört, ist auf der 6869 Gerste drauf. Die werden wir jetzt gleich schon mal ernten. Und was sagst du, welche Wiese wäre das? Das sind die Wiese 71, das ist ein recht großes Feld. Genau. Und dann ist nochmal oben rechts in der Ecke die 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Das sind ganz kleine. Ah, und da sind auch, ist auch Gras drauf. Und da ist auch Gras drauf. Deswegen werden wir jetzt hier mit den Dreschern schon mal losfahren. Ich werde heute anfangen in der ersten Folge mit Dreschen. Und dann schauen wir mal weiter, würde ich sagen. Ein bisschen jetzt zu quatschen. So. Aber heute dabei sind natürlich der Schwabbel, der kurz noch kurz Toilette ist. Da wird wahrscheinlich ein längerer Gang raus. Der Alexander, der John, der Mario, der Oliver und der Toba. Ahoi. Moin. Moin. Hallo. So. Oliver, hast du schon eine Aufgabe? Nee, ich hätte jetzt angefangen zu mähen. Entweder das oder wir bräuchten noch am Feld dann halt einmal am Hof gucken, ob wir einen Trecker mit Anhänger haben, dass wir das zum Abfahren da haben. Ja, ich guck mal, ob ich was organisieren kann. Also, Toba, ich glaube, das könnte eine Weile dauern, ey, ich da hinterherkomme. Der fährt nicht so schnell wie ihr hier. Was macht ihr da? Wir fahren durch die Gegend spazieren. Wir fahren schon los. Was hast du denn in der Aufnahme? Ja, klar. Ja. Achso. Ich hab, es tut mir leid, das ist nichts Persönliches, ich habe heute Zeitdruck, deswegen. Ich weiß, ich hab's einfach nicht eher geschafft. Ja, alles gut, gar kein Problem. Aber wenn du damit anfangen willst, dann fangen wir damit an, das ist kein Problem. Wir wussten nicht, wir haben uns einfach mal geschlussfolgert. Es gab drei Sachen heute zur Auswahl und das ist halt einer davon. Oh. Ah. Achso, ne, abfahren tun wir mit unseren Maschinen, wer auch immer da gerade kauft. Achso, hab ich jetzt gedacht, da brauchen wir, weil ich wollte es nicht mit LKW dorthin rennen. Weil wir haben ja an sich Maschinen, was zum Abfahren da hoffen. Ja, stehen Sachen. Warte, ja, da müssen wir stehen auf dem Hof. Jens, erstmal danke für deine 200 Bits. Hab ich gelesen, die Folge ist noch nicht raus, ich war schon beim Schild. Ja, oder war die nicht schon? Alex, wie viel hattest du heute schon? Nicht ganz viel. Ja, so wie du gerade die Farm bist, sah aber anders aus. So ein paar 12 Uhr Schnippchen, Schnipschen. Oh ja, wie viel nimmst du denn? 11 Uhr bitte. 11 Uhr so. Ich hatte nur das Feuerwehrbierchen. Oliver, du was da noch hast, den Mist auskippen müssen wir das Mist drin. Das ist kein Bierchen, das ist Hopfenbrause. Ja, also Freezy, ich hab dir mal eins der größten Felder gebaut, ne, die man so machen kann in Elms Creek. Mal sehen. Ja, passt. Wie lange du brauchst. Wir wollten jetzt ernten gehen. Ja, ich weiß. Also, Grasfelder hast du auch schon vorbereitet, habe ich gesehen. Ich habe auch ein Grasfeld vorbereitet, ja, für Heu machen. Nice. Willst du jetzt runterfahren, Freezy? Warte, dann fahr ich vor dich. Ja. Bleibst du? Okay. War jetzt einmal ein Vorgewende. Soll ich Strohschwad anmachen oder soll ich häckseln die erste Mal? Was macht denn ihr? Hm? Ihr müsst für Feld 68, 69, wisst ihr, ne? Ach, da bist du 70. Oh! Ich klapp mal alles wieder zusammen. Dann müssen wir einmal unten rumfahren. Also ihr könnt auch gerne die 70 machen, aber ich hab mich nicht jetzt umsonst irgendwie 2 Stunden hingesetzt, hab das scheiß Feld gebaut. Nein, nein, dann fahren wir natürlich dort rüber. Vor allem müssen wir das erstmal kaufen. Vor allem müsst ihr das Feld 70 erstmal kaufen, ja. Wo fahren ihr denn hin? Voilà. Alter, hast du schon gemäht, die Felder alle, Schwabbel?
Was? Ne, das Grasfeld ist schon fertig gemäht, ja, ja. Boah, wie lange sitzt denn hier schon wieder bei? Jetzt gestern und heute ein bisschen. Also das Grasfeld ist easy gewesen. Das Schlimmste war eigentlich auf der 68, 69 anzusehen, weil da musste ich irgendwie fünfmal wieder voll machen. Die größte Sämaschine. Echt? Ja, echt. Das gut war so schnell alle. Ja, du siehst gleich das Feld, Freezy. Das ist. Oder fragen, Freezy, also, hast du heute noch was vor? Das Feld 68 bei Bildet, wo er seine Baumwolle drauf hatte. Und daneben noch ein Feld zusammengelegt. Also es gibt kein größeres Feld aktuell auf der Map. Müssten irgendwas mit 10 Hektar oder ein bisschen mehr sein. Also da. Wird das jetzt eigentlich auch schon als Elefantenrennen? Ach du. Ja, mit viel Abstand, jetzt wissen wir, wie sie fährt. Jetzt wird's eng. Los. Ich krieg mein Mähwerk nicht raus. Schuss machen. Ja, wunderbar. Oh, bist frei. Perfekt. Wie Willi, ja. Ich stell dich mal hier mitten rein, ja. Ja, mach mal, alles gut. Jetzt ankoppeln. Oha. Freezy, weißt du eigentlich, warum ich die kleinen Traktoren vor den Schneidwerken gehangen habe und nicht die euch hinten rangehangen habe? Ich würde jetzt sagen, weil sonst zu breit wäre und zu... Ach, ja, du bist einfach zu lang. Also du kannst nicht mehr sinnvoll fahren auf der Straße. Ist auch nicht erlaubt mehr. In deutschen Straßen. Und ist dazu auch nicht mehr erlaubt, mittlerweile in Deutschland zumindest. Okay. Weil du die Gesamtlänge überschreitest beim 12 Meter Schneidwerk plus das Länge vom Drescher. Und wohlgemerkt, das sind keine 12 Meter. Da beim Case sind es 13,8 Meter oder so. Beim Johnny sind es 15,2 Meter. Ach du Schande. Ich fahre jetzt hier links los und fahre Vorgewende, ne? Und bitte mit Schwarterblocker, wenn es geht. Okay. Willst du Schwart als Ballen pressen oder sowas? Ja, machen wir später. Okay, gut. Und ich hänge mich gleich hinter ihm, wenn er vorbei ist. Ja, Alex ist ja unser Boy, der hier, hier ist der Überladewagen, also ich will eigentlich nicht aufs Feld fahren müssen, mit meinem Riesenanhänger. Ja, Verdichtung ist natürlich auch sehr groß bei die Schwabe. Ja, natürlich. Besser als zu. Die Bildet-Folge ist nicht draußen? Ein Moment. Das kann eigentlich nicht. Wollte ich doch sagen, hier. Passt jetzt sogar noch. Ertragsbonus 88%. Ich wollte nämlich sagen, Leute, die Folge habe ich vorhin noch fertig gemacht heute Morgen. Da, die ist draußen. Ich habe jetzt auch endlich die Playlist. Habe ich dann auch mal heute geschafft. Also wenn einer will, kann der auch oben von mir aus ja den am Shop steht noch, der schon so eine Ballenpresse, dann holt er die halt mit dem Traktor und fängt damit schon mal an, eine Stroh zu pressen, wenn er Lust hat. Ja, weil sonst würde ich nämlich jetzt hier rumstehen und nichts machen. Ja. Wie sie sagt, also, ungefähr bei 50% Bescheid. Also einer kann immer noch Silo schaufeln an der BGA. Dort liegen irgendwie 4 Millionen Liter Silage oder so. Okay. Also das ist alles nie ein Problem. Arbeit ist hier genug, so oder was? Ja, also sagen. Arbeit ist genug. Mal sehen, ob mal wie viel Folgen wir brauchen für das Feldchef. Ich hab mein Fan gefunden. Jens, da waren noch keine Umstände. Alles cool, Digga. Alles cool. Ich hab mich jetzt so selber gewundert, weil ich das heute noch alles eingestellt habe und dreimal geguckt habe, dass ich das richtige Datum drin hatte und du jetzt jemand hier schreibt, die Folge, wo ist die Folge? Wo du sagst, kann doch nicht wahr sein. Ich hätte auch noch einen Überladewagen zur Hand. Einen Sammelwagen. Nee, wir machen Ballen. Okay. Ich kann es dir jetzt noch nicht sagen, warum, weil dann würde ich schon wieder alles erzählen und sowas. Bin jetzt bei 50%. Gut. Bubble hat schon wieder einen Plan geschmiedet. Ach du Scheiße, Alter. Jungs, ihr habt noch nicht mal ein Viertel von einmal so rumfahren. Ihr habt schon 50%, na, mit dem größten Schneidwerk. Ja. Das wird noch richtig lustig, ey.
Ohne Big Pick. Wunderbar. Und McCormick davor. Bin ich mal gespannt, wie sie sich so fahren, die Dinger. Also die McCormick sind ganz cool, aber ich habe halt die Krone Big Pick habe ich noch nicht ausprobieren können. Mhm. Weil die gibt es ja noch nicht so lange. Ja. Stimmt, die wurde nachträglich nachgereicht. Ja, genau. Ja, dann gucken wir uns die Sache mal an. Weil dann so kann. Alter, mit Literanzeige draußen dann am Überladewagen. Ja, ja, cool, ne? Was, echt? Ja, ja, eine Seite direkt. Geil. Wo denn? Mittig unter dem Habe, oder seitlich neben dem Habe. Ja, ach da, yo! Oh, wie geil ist das denn? Das Porno. Das ist aber eine Mod, oder? Nein. Nein? Also, wir haben der einzige Mod, der hier gerade mit rumfährt, ist der Deutz. Oh, okay. Cool, die kleinen Details überall, ne? Ja. Ja, die man noch gar nicht so gesehen hat, weil man die Geräte einfach noch gar nicht benutzt hat. Ja, ja, eben. Ich habe 62%. Ja, ja, mach mal Rüssel raus. Natürlich. Ach, Toba? Jo. Ich bring zu deiner Hochzeit Begleitung mit, ist das okay? Oh, natürlich. Gut zu wissen. Aber ich hätte dich heute noch angerufen. Boah, ich bin ja auch gleich. Ich twitch auch gleich mit rüber. Ich muss ja auch gleich zum Fight Club. Ja, hat er dich auch mit eingespannt? Ich mich selber. Achso. Der hat, glaube ich, die halbe Stadt hat er mit eingespannt, ey. Ich habe von Cannaboys 150.000 Dollar gespendet, ne? Also als Beteiligung von Cannaboys, so, weißt du, wie ich meine? Ah, cool. Das ist schlecht. Alexander, kommst du da noch rüber? Du musst jetzt nicht unbedingt dein Gerät erst voll machen, ne? Ich bin überlegen, ich wollte 30.000 wollte ich ihn voll kriegen und dann mal gucken, wie viel bei dir reingeht. So viel geht bei mir nicht rein. Hä? Hehe. Bis Alex. Wenn ich Glück hab, krieg ich vielleicht 22.000 Liter rein, also. Großen Bogen fahren, 90 Grad knicken macht er nicht mit der Trecker. 120 Liter Siliermittel sind in der Presse drin. Ja, das ist der einzige Presse, die das kann. Ich wollte mal gucken, ob das was bringt, wenn wir dann halt später... Hallo Ela, alles klar bei dir? Ja. Also ob das, also normalerweise bringt es ja nichts, weil Siliermittel ist ja nicht nur für Silage, aber ja. Vielleicht bei kann man das Spiel ja... Bin jetzt bei 50%. Ja, deswegen, vielleicht kann man das Spiel ein bisschen austricksen auch so. Ja, der ist auch nicht mal beim Anhänger angekommen. Das ist nicht ganz so ohne. Ja, ja. Oh. Alles gut. Einmal zu lange D gedrückt da. Alles gut, ich bin froh, dass ich die Tasten gerade nur drücken kann. So schlimm? Oh, ich habe gerade... Hast du nur ein Bier getrunken, oder? Ich habe gerade 260 Meter B-Schläuche ausgerollt und auch wieder eingerollt. Ach, schön. Was denn hier? Werkstatt Scheunenbrand. Oh. Oh nee. Nebenan noch Kälber drinne, Traktor stand auch noch drinne und diverse Gasflaschen, Brennerflaschen. Das hat richtig schön geknallt. Warte mal. Das ist ja mal wieder schöne Arbeit. Landwirtschaftlicher Betrieb? Ja. Und wo kamst du her? Lockstedt in Niedersachsen. Glob habe ich irgendwo schon hab ich gelesen. Nord 24. Nee, bei Non-Stop News. Ja, da kann es auch drin sein, ja. Non-Stop News. Ich glaube, ich schaffe das nicht pünktlich zu fliegen. Ja, bei mir ist alles gut. Kann mich nicht beklagen. Danke der Nachfrage. Ja, hau mal die Hacken in Tiere. Junge, ich fahr 40. Also mal gerne um 50 schalten, ne? Ich hab den 23. schon drin. Ah, verdammt. Ich bin voll. Ja, mal die Hand langs auf. Jetzt schon? Ich will ihn ja trinken. Ja, jetzt schon.
Aber meine lieben Freunde, während wir auf dem Anhänger warten und er mich gleich abtankt, moderieren wir hier schon mal die Folge ab. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Vielen, vielen lieben Dank. Letzte Zeit war... brauche ich in der Folge nicht erzählen. Es kommen noch 4 Folgen, bevor die kommen. In dem Sinne, tschüss und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Ciao. Tschüss.